ihr Lieben, und damit herzlichst willkommen zu mir. Endlich hier, wie ich es versprochen hatte, Livestream von der PlayStation 4. Uns wird heute einiges erwarten. Die PlayStation 4 unter anderem, logischerweise das Unboxing, was ich gesagt habe. Dann werden wir uns die Spiele mal ganz kurz angucken. Also die Hüllen, klar, wir wollen das nicht spielen, nein. Na klar wollen wir das spielen, aber erst gucken wir uns die Spiele an. Und zwar Assassin's Creed Black Flag. Je nachdem, ob wir das mal anspielen, mal gucken. Auf alle Fälle werden wir uns alle mal angucken. Ja. Killzone Shadowfall, ich denke mal definitiv. Das aber erst etwas später, logischerweise, weil ich denke mal, das wird zum Schluss kommen. Weil, ne, warum auch nicht. Dann Battlefield 4 und Knack. Und ich muss leider sagen, Watch Dogs ist leider nicht da, weil der Pre-Release, beziehungsweise überhaupt der Release, verschoben wurde, leider Gottes. Aber was soll's, leider erst Frühjahr 2014, aber auch dann wird nochmal was kommen zu dem Game. Und ja, wollt ihr unbedingt die PlayStation 4 sehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob wir das machen sollen. Ich würde sagen, wir machen nochmal einen ganz, ganz kurzen 10-Sekunden-Trailer. Und dann, ja, dann geht's los. Tja, so, jetzt hoffentlich versteht man mich noch einigermaßen. Wenn ich etwas näher komme, versteht man mich logischerweise etwas besser. Aber ich hoffe mal, es wird schon klappen. Wie ihr hier sehen könnt, hier unten liegen noch so die Stilhüllen von Assassin's Creed. Und, tja, was soll ich sagen? Ihr seht es. Hier oben leider ein Platz frei, und zwar aus dem Grund, weil hier hätte Watch Dogs liegen sollen, aber leider, naja, es liegt kein Watch Dogs da. Was soll's, leider wurde es verschoben, der Release, aber wie gesagt, wir werden da mit Sicherheit noch einiges bekommen von denen, weil die wollten nicht auf die Qualität verzichten, also soll es lieber später rauskommen, dafür dann aber bombastisch gut, weil es wird ja ein Open-World-Titel, von daher können wir ja alles machen und deswegen muss das auch vernünftig werden. Gut, aber ja, schade, dass ich hier im Livestream gerade keinen Trommelwirbel machen kann, denn ich weiß, was ihr sehen wollt. Ihr wollt genau das hier sehen, jawohl, einige denken sich jetzt, ja du Arsch, warum hast du die denn schon, ja? Killzone, Shadowfall, ich habe gar nicht geguckt, sind hier irgendwelche Sachen hinten drauf, die ihr nicht sehen dürftet? Nein, alles gut. Alles gut. Gut, wir nehmen die Spiele mal ganz kurz beiseite, würde ich sagen. Da kommen wir dann später nochmal zu. Zack. So. Ach, so, setzen wir uns auch mal hin hier. So, wie gesagt, ich hoffe, ihr versteht mich noch relativ gut. Ich gucke mal auf den Ausschlag. Hallo! Ja, sieht gut aus. So, was haben wir denn dabei? Wir haben sie in Jet Black, ja, wie sie überall ausgeliefert wird, logischerweise. Mit 500 GB Festplatte integriert. Halt erst nochmal sehen möchte, ich hoffe es. Moment, ich habe ganz was vergessen. Ihr merkt, der Livestream heute, der macht mich regelrecht nervös. Normalerweise bin ich nicht so nervös, aber die PlayStation 4 ist was Besonderes. Von daher, so, jetzt könnt ihr das auch besser erkennen. Zack, PlayStation 4. Ja. So, das hier drunter nehmen wir mal weg. Klack. So, PlayStation 4, andere Seite, da. 500 GB, ne, logischerweise ab 0, weil warum soll man eine Konsole, weiß ich nicht, ne? Braucht man nicht. So, was haben wir hier an der Seite? Wir haben hier das Sony-Logo. Beziehungsweise den Schriftzug.
Hier das PlayStation-Logo und der Schriftzug PlayStation 4. Logischerweise hier noch so ein paar Tasten von der PlayStation. Alles schön. Auf der Rückseite, nein, kommen wir später zu. Auf der Seite haben wir wieder das Sony-Schriftzugslogo. Die PlayStation 4-Logos, die beiden, sind ja einmal das und dann hier der Schriftzug wieder hier oben. Die PlayStation, logischerweise, in diesem Karton, mit Controller. Dann die 3 ist der, das Headset. 4 ist das HDMI-Kabel. Dann hier die 5, ich weiß nicht, ob man die Zahlen da sehen kann, den kann man nicht. Viel zu klein. Guck mal, ob ich es so machen kann. Könnt ihr das auch besser sehen. So, dann, ja, so, dann die 6, ein USB-Kabel und die 7, ganz wichtig, so geht, na geht's nicht, ein Powerkabel, was überall dabei ist. Ihr könnt also auch das von der PlayStation 3 nehmen und ich glaube auch die davor hatten es auch immer. Es ist immer dasselbe Kabel. Gut, was haben wir auf der Rückseite? Erstmal Attention, Attention please, ne? Ganz wichtig. Okay, wir haben hier oben schön auf dieser Rückseite aufgedruckt das PS4-Only-Game Killzone Shadowfall. Logischerweise ab 18, ja, PEGI 18. Wichtig, wichtig. Deswegen heute Abend auch erst, beziehungsweise erst etwas später. Hier oben nochmal schön PlayStation 4, the best place to play. Woo. Okay, dann, dabei geht's weiter. So, dann einen schönen Titel, den wir vielleicht als erstes anfangen werden, Knack. Ja. Ich glaube, Second Soon, war das dieser Free-to-Play? Ich guck mal ganz kurz. Planet Sin und Warframe, nein. Planets Dingens und Warframe war's. Der war's leider nicht. Oder habe ich mich jetzt vertan? Achso, nein. Alles richtig. Zwei Free-to-Play, beziehungsweise mehrere Free-to-Play gibt's, aber zwei sehr gute. Habe ich mir vorhin sagen lassen von dem guten Security Dog aus dem Forum Play Public. Wer mal vorbeischauen möchte, sind wir alle unterwegs immer. Playpublic.de. Und ich gucke nochmal ganz kurz. Es war einmal Planet Side 2 und Warframe. Die guten Titel. So, wie gesagt, dann geht's weiter. Hier die PlayStation Plus, ja. Sei PlayStation Plus Mitglied, um bessere Sachen zu bekommen. Ja, das sehen wir doch. So, dann wieder von vorne. Da nochmal schön Watch Dogs, auch wieder ab 18. Assassin's Creed Black Flag, auch ab 18. Naja, gut. Kommen wir hierzu. DualShock. Da. Der DualShock-Controller mit dem Share-Button, ja, wo ich mein Gameplay live sharen kann. Mal gucken, falls das nachher mit dem Elgato Game Capture nicht klappen sollte, falls wieder iNet Plus dazwischen funkt und sagt, nö, Kopierschutz, dann machen wir es doch mit dem Share-Button. Das ist gar kein Problem. Stay Connect mit der PlayStation-App. Ja, ist auch schön. Definitiv. Keep on playing mit der PlayStation Vita. Ja, auch ganz cool. Und das Headset nochmal, dass ich das auch gleich an den Controller, glaube ich, anschließen kann, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich kann meine ganzen Filme und TV-Shows streamen lassen auf die PS4, wenn ich das richtig verstehe, wenn das in meinem Land verfügbar ist. Genau, ja, richtig, da steht es auch nochmal auf Deutsch. Ja, und halt, wie gesagt, hier unten nochmal so. Attention, Attention, viel Kleingedrucktes, was steht da nochmal auf Deutsch? Durch die Benutzung und so weiter. Ist alles einverstanden, aber, ja, das war der Karton. Na? Wichtig, das. So, jetzt ziehen wir mal ein bisschen zurück, dann sehen wir das nämlich besser.
So, und zwar haben wir jetzt hier oben eine schöne Lasche. Ja, so eine Plastikklebelasche. Und die werden wir auch ganz vorsichtig abziehen, denn nur damit haben wir dann am Ende wieder einen fast original Karton. Oder klebe ich das dann nur drauf? Mache das so genau. Ist doch viel, 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 viel besser. So, klack. Wie gesagt, leider habe ich kein Döde, doch, oder? Moment. Eine Sekunde. Tja, ich habe es doch noch rechtzeitig gefunden und wie ihr sehen könnt, hier die PlayStation 4. Und damit ihr da jetzt auch nichts verpasst, schieben wir das mal kurz weg. Machen das mal etwas mehr in die Mitte. Und zoomen mal hier mit der Sony ein wenig ran, ja. Ist schon mal ganz schön. So kann man das doch besser erkennen. So, was haben wir hier? Ich würde sagen, das bleibt da noch drin. Ja. Was haben wir hier? Als erstes den Controller. Ja. Er liegt sehr griffig in der Hand, muss ich ja sagen. Das lassen wir noch mal ganz kurz dran. Ja. Der Controller, sehr schön. Auch mit diesem Touchpad. Fasst sich echt sehr, sehr schön an, geschmeidig. Kommen wir später zu. Als nächstes ein... das sieht aus wie eine Bedienungsanleitung. Und mit dieser Bedienungsanleitung kann man nichts machen. Ja, gar nichts. Machen Sie mal auf. Und gucken mal. Willkommen in der PlayStation, bla Anleitung, Kurzanleitung, eine Kurzanleitung. Mal sehen, was hier so Schönes drin steht. Was haben wir hier? Garantie. Garantie brauchen wir nicht, brauchen wir schon, aber jetzt nicht. Wie schließen Sie das Ding an? Am besten schließen Sie das Ding gar nicht an, sondern Sie lassen es so, wie es ist. hat das Ding kein WLAN? Das hatte doch... Bin der Meinung, es müsste WLAN haben. Ah, Kindersicherungseinrichtung, brauchen wir nicht. Was haben wir da? Ah, es geht weiter, okay, alles klar. Dann machen wir das, dann zeigen wir euch das dann logischerweise auch nochmal. Ach ja, so. Die Kurzanleitung, ja. So, anschließend, ne? Als erstes, logischerweise stecken wir einen Strom rein, dann an den Rechner und so weiter. Kneck unten, immer schön mit dabei. Dann schließen wir das Kabel per LAN an. Ja, ich bin der Meinung, das Ding müsste auch WLAN haben. Schade. Dann...